Hallo Leute, ich hatte euch ja in meinem Live-Update-Video gefragt, ob ihr auch so generell Videos zum Thema Umzug, WG, Wohnen, Erwachsenwerden, bla 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 hören wollt. Und ihr fandet die Idee cool und deswegen dachte ich fange an mit dem Thema WG, weil ich ja nun doch schon in einigen WGs gewohnt habe und das kam ganz gut an, die Frage danach, ob ihr das sehen wollt und deswegen mache ich das jetzt. Ich weiß allerdings nicht so ganz genau, mit welcher Struktur ich euch das erzählen soll, beziehungsweise wie ich euch mein grandioses Wissen, das ich nicht habe, weitervermitteln kann. Und deswegen dachte ich mir, ich fange einfach ganz am Anfang an und erzähle euch, wie ich überall gewohnt habe und was ich daraus gelernt habe, falls ich etwas gelernt habe. Und falls ich nichts daraus gelernt habe, lernt ihr vielleicht irgendwas daraus, weil vielleicht seid ihr schlauer als ich. Aber egal. Ich wohne jetzt seit meinem Abitur, beziehungsweise ein Jahr nach meinem Abitur, nicht mehr zu Hause. Habe aber auch vorher, vor meinem Abitur, schon mal anderthalb Jahre, glaube ich, nicht mehr bei meiner Mutter gewohnt. Da habe ich ganz alleine gewohnt, in einer Einzimmerwohnung, aber allerdings nur zwei Stockwerke über meiner Mutter. Deswegen war ich halt nicht ganz alleine, wenn ich Klopapier gebraucht habe oder was essen wollte, konnte ich immer zwei Stockwerke nach unten laufen. Aber demzufolge habe ich auch schon mal ganz alleine gewohnt und kann auch damit die Erfahrung so ein bisschen abgleichen. Und ich muss sagen, damals in dem Alter war das Alleinewohnen für mich super, super angenehm. Und auch wenn ich es mir jetzt leisten könnte, würde ich wahrscheinlich am allerliebsten alleine wohnen. Allerdings hat es den Haken, dass einem niemand in den Hintern tritt, um die Hausarbeit zu erledigen. Das mag für manche kein Problem sein, für mich ist es ein relativ großes Problem, weil ich wirklich, wirklich kein Freund von Hausarbeit bin. Und das hat sich in den letzten Jahren gebessert, aber damals bin ich ziemlich in meinem eigenen Dreck erstickt. Also es war keine Messi-Wohnung, nicht, dass ihr euch jetzt irgendwas ganz Schlimmes vorstellt, aber es war halt unordentlich in erster Linie und teilweise auch dreckig. Es gibt nichts an Hausarbeit, nichts, was mir Spaß macht. Und damals war ich halt noch 18, 17, 18 und ja, einen so zu motivieren, Hausarbeit zu machen, selber, wenn einen niemand überwacht, das ist halt in dem Alter noch viel schwieriger als jetzt, wo ich 10 Jahre älter bin. Naja, nicht ganz, aber fast und um einiges an Lebensweisheit dazu gewonnen habe und Gott, es regnet draußen, was für ein Scheißwetter. Dann habe ich kurze Zeit wieder zu Hause gewohnt und dann bin ich zum Studium ja das erste Mal umgezogen, richtig weggezogen von zu Hause und zwar nach Halle, das heißt auch gleich in eine andere Stadt. Und wenn ihr wollt, mache ich euch auch nochmal ein Video zum Thema Umzug in eine neue Stadt und wie man sich da zurechtfindet und sowas. Das hatte ich ja auch vorgeschlagen und ich glaube, das wolltet ihr auch sehen. Ja, und da bin ich zuerst in eine WG mit einer meiner besten Freundinnen und einer ihrer bekannten Freundinnen aus der Schule gezogen, die alle irgendwie, die es alle nach Halle verschlagen hat, weil in Halle Studienplätze einfach besser zu kriegen sind als in Berlin. Und das war dann quasi meine erste richtige WG-Erfahrung. Und das war ein bisschen komisch, weil ich auf einer Seite jemanden hatte, den ich unheimlich gerne mochte, der so ein großer Teil meines Lebens war und dann jemanden, den ich überhaupt nicht kannte. Und da habe ich mir schon den ersten Hinternotizpunkt gemacht. Ich wohne nicht gern mit Leuten zusammen, die ich nicht kenne. So, und weil es da so ein bisschen Reibereien gab, also nicht mit mir persönlich, sondern da so und ich auf jeden Fall mit meiner Freundin zusammen wohnen wollte, sind wir ein Jahr später ausgezogen und dann zu zweit in eine WG. Und das war wirklich cool. Also ich persönlich bin ein großer Freund davon, mit jemandem zusammenzuziehen, den man kennt, dem man vertraut, wo man so ein bisschen die Eigenheiten einschätzen kann, wo man sich gut aufeinander abstimmen kann. Aber es ist auch nicht für jedermann was. Also es gibt auch genug Fälle, wo die Freundschaft anfängt zu bröckeln und auseinanderbricht, weil es irgendwie doch nicht so cool ist und weil es doch nicht jeden Tag High Life geben kann. Und ganz ehrlich, bei uns war es auch nicht immer, oh mein Gott, wir lieben uns so sehr und wir sind Best Friends forever. Aber ich bin ein Mensch, der sich relativ selten streitet, weil ich eigentlich Konflikten gerne aus dem Weg gehe. Und auch meine Freunde sind zum Großteil so gepolt, dass sie eher diplomatisch versuchen, sowas zu regeln, beziehungsweise teilweise auch Dinge in sich reinfressen, genau wie ich das mache. Und das ist halt auch nochmal so eine Problematik. Ne? Man muss halt versuchen, so einen guten Zwischenweg zu finden zwischen
oh mein Gott, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen, unsere Freundschaft geht kaputt und bricht auseinander und man frisst es in sich rein und sagt überhaupt nichts, weil auch daran kann Freundschaft bröckeln. Und ja, Communication ist key, das ist, glaube ich, für jedes WG-Leben Fakt. Man muss sich einfach absprechen. Man muss es zur Sprache bringen, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, wenn es Probleme gibt. Weil ich meine, Problempotenzial ist immer da, wenn man zusammen wohnt. Soll es nun um die Sauberkeit gehen? Soll es darum gehen, wann, wer, wie viel Besuch hat? Was weiß ich was. Wie dem auch sei, ein Jahr später bin ich dann mit meinem Freund zusammengezogen. Da habe ich die Wohnung nicht gewechselt, sondern er ist quasi anstelle meiner Freundin eingezogen und das war für mich, abgesehen vom Alleinewohnen bis jetzt, die beste Alternative zu allen Wohnmöglichkeiten, weil ja, Beziehung, Zusammenwohnen, Beziehung funktioniert gut, Zusammenleben funktioniert gut. Ich habe in der Beziehung auch nicht so das Problem, wie ich es teilweise in Freundschaften habe, dass ich den Problemen eher aus dem Weg gehe, wenn sie kommen. Und in der Beziehung, finde ich, ist es auch noch einfacher, sich gegenseitig zu treten, irgendwelche Hausarbeiten zu erledigen oder sich da aufzuraffen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall das. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber das muss ja auch im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Ja, dann nach 3 Jahren Halle in 3 verschiedenen Wohnsituationen bin ich ja nach Hannover umgezogen und habe da 2 Jahre lang in einer sehr großen WG gewohnt. Ich war quasi die 5. im Bunde und am Ende waren wir teilweise auch zu 6 im Haus, weil halt ein ständiger Dauergast da war. Und ich muss sagen, mit so vielen Leuten komme ich persönlich überhaupt nicht zurecht. Ich bin vom Typ her eher introvertiert, wie ich schon gesagt habe. Probleme ansprechen funktioniert bei mir nicht so gut. Ich fresse sehr viel in mich rein. Ich habe sehr gerne meine Ruhe, was mit diesem Introvertiertsein einhergeht und so. Im Großen und Ganzen sind große WGs nichts für mich. Hängt aber auch vollkommen vom Typ an. Es gibt Leute, die gehen da erst richtig auf und lieben es. So dieses WG-Leben und was gemeinsam unternehmen und gemeinsam kochen und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht mein Bier. Wirklich nicht. Also ich freue mich, wenn ich mich mit meinen Mitbewohnern gut verstehe und man auch mal was gemeinsam unternehmen kann. Aber mit so vielen Leuten habe ich mich tatsächlich nicht wohlgefühlt. Vor allem, weil das Konfliktpotenzial, besonders wenn man zu 5 unter einem Dach wohnt und dann auch noch 5 Mädchen, ja, noch viel höher wird. Vor allem, wenn man auch nur ein Badezimmer hat und so weiter und so fort. Ist nicht meins. Muss man gut entscheiden, ob man das möchte. Ja, und dann bin ich ja jetzt wieder nach Berlin gezogen und habe quasi eine ähnliche Wohnsituation, wie ich in Halle schon mal hatte. Nämlich, dass ich mit einer sehr guten Freundin zusammen wohne und das funktioniert bis jetzt auch wieder super. Und das ist so, glaube ich, mein WG-to-go, wenn ich nochmal irgendwie in eine WG ziehen müsste, aus irgendwelchen Gründen in irgendeiner anderen Stadt, dann am liebsten mit jemandem zusammen, den ich kenne und ja, so dass man beziehungsmäßig einfach so ein bisschen aufeinander eingespielt ist. Aber, oh Gott, Spotify macht Dinge. Aber wenn alles gut läuft, dann wohne ich ja in nicht allzu ferner Zukunft wieder mit meinem Freund zusammen. Und das soll ja auch für immer und ewig so bleiben. Deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass es nochmal mit einer WG kommt. Außer ich gehe ein halbes Jahr ins Ausland oder sowas, was ich gerne machen würde, wo ich aber kein Geld für habe. Aber andere Leute schaffen es ja auch ohne Geld. Aber das ist auch ein anderes Thema. Und falls es irgendwann mal soweit ist, erfahrt ihr es. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ich irgendwas überhaupt nicht angesprochen habe, was euch brennend interessiert, dann sagt mir das. Dann sage ich dazu auch noch irgendwas. Also was ich überhaupt nicht gesagt habe, sind so Putzplangeschichten und sowas, ne? Putzplan hatten wir nur in unserer großen WG und ich finde, da ist es also mit so vielen Leuten muss man das auch machen. Ansonsten, wenn man zu zweit wohnt, dann kann man sich ja gegenseitig irgendwie treten und untereinander absprechen. Zu 5 ist es mit dem Absprechen, ja, glaube ich eher nicht so. Da braucht man schon einen Plan. Aber das muss ja auch jede WG dann für sich selber entscheiden. Bei manchen, also ich meine, wenn irgendwie 3 totale Putzfreaks zusammen wohnen, dann funktioniert das wahrscheinlich besser, als wenn 3 Schlampen zusammen wohnen oder eine Schlampe mit 2 Putzfreaks und
lassen wir das. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Fragen da unten hin. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss.